Herzlich willkommen beim Transformance Podcast. Du bist hier, weil du weißt, dass du die Kontrolle über dein Leben und deine Gesundheit in der Hand hältst und dass, wie du trainierst, isst, schläfst, denkst und fühlst, es dir ermöglicht, das Maximum herauszuholen. Für deine Transformance, die Transformation, die zu mehr Performance führt. Ich bin Linda, dein Host, und ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Episode. Heute sind wir im Teil 2 davon, wie du schneller Trainingsfortschritte erzielst und vorwärts kommst. Das Thema ist heute Kraft und Krafttraining. Warum ist das so ein wichtiger Faktor, dass dein Training beschleunigen kann? Der normale Mensch verliert im Prozesse der Alterung nach und nach Kraft. Pro 10 Jahre, wo du älter wirst, verlierst du zwischen 3 und 8% deiner Muskelmasse und damit auch deiner Kraft. Man ist sich heute etwas unschlüssig, ob das ein normaler physiologischer Prozess ist oder ob das einfach damit einhergeht, dass wir inaktiver werden im Alter, dass wir fetter werden und dadurch weniger aktiv sind, dass wir aufhören mit Arbeiten, wenn wir 60 gewesen sind oder 65 und sich das halt einfach so einschleicht, weil wir aufhören, gewisse Dinge zu tun oder weil wir unbeweglich werden und es uns darum nicht mehr so viel Spaß macht, beweglich zu sein. Und das führt dann wieder vom einen ins andere. Also wie gesagt, man ist unschlüssig. Man hat definitiv jetzt schon Beispiele, die uns beweisen, das muss nicht so sein. Man muss auch nicht damit rechnen, dass die Leistung im Alter abnimmt. Das ist etwas, was einfach damit zusammenhängt, wie man lebt oder trainiert oder einfach aktiv ist. Kommen wir jetzt mal zum Krafttraining. Krafttraining, Training, das die Kraft verstärkt, kann bei so vielen Dingen unterstützen und helfen. Studien haben nachgewiesen, dass ein Krafttraining und ein Kraftaufbau einerseits helfen kann, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen im Training, im Alltag und so weiter. Kraft und Muskeln helfen, Fett abzunehmen. Sie helfen dir, mehr Kontrolle über die Bewegung zu haben, aber sie unterstützen nachweislich auch kognitive Fähigkeiten und Agilität. Krafttraining kann zu mehr Selbstbewusstsein führen. Es kann vorbeugen und entgegenwirken bei Diabetes 2, weil es das viszerale Fett, das Fett um den Bauch reduziert und die Insulinsensitivität verbessert. Ein Krafttraining führt auch nachweislich dazu, dass sich deine Knochendichte erhöht. Und man weiß, dass dadurch auch das Älterwerden des Skeletts umgekehrt und wieder rückgängig gemacht werden kann. Krafttraining kann aber auch untere Rückenschmerzen reduzieren und kann Symptome von Arthritis und Fibromyalgia verringern. Also ganz, ganz, ganz viele positive Eigenschaften, welche das Krafttraining mit sich bringt. Leider stelle ich so ein bisschen fest, dass vor allem in Zentraleuropa Krafttraining nicht so ein Thema war, wie zum Beispiel in den USA, wo es doch mehr geläufig ist, dass auch in der Highschool Teenager solides Krafttraining herangeführt werden, wo man zum Beispiel Football-, Soccer-, Volleyball-Teams nicht nur auf dem Feld oder am Netz trainiert, sondern sie auch einen Kraft- und Ausdauertrainer
haben, wo sie lernen, wie macht man richtig einen Kraftaufbau und wo sie auch ihr Training so ergänzen. Bei uns in der Schweiz muss man schon auf relativ hohem Niveau in seinem Sport unterwegs sein, dass man vielleicht mal mit 18, wenn man nach Macklingen an die Sportschule geht, ein dediziertes oder ergänzendes Krafttraining bekommt. Das ändert sich zum Glück langsam, aber wir haben da sicher noch etwas Aufholbedarf. Drum denke ich, wäre es gut, wenn etwas mehr Leute wissen, wie viel Kraft eigentlich helfen kann. Wir nehmen ganz ein einfaches Beispiel. Sagen wir mal, der Marathonläufer. Warum kann der Marathonläufer Kraft helfen? Kraft in seinen Beinen. Wenn wir jetzt mal bei diesem Marathonläufer ein Krafttraining machen könnten und seine Beinkraft um 10% zunimmt, für diese Laufbewegung zum Beispiel. Wir machen Ausfallschritte mit ihm und erhöhen diese Kraft um 10%. Das heißt jetzt, wenn er den nächsten Marathon läuft, dann hat er 10% mehr Kraftreserve, bevor er müde wird. Weil er bleibt ja gleich schwer. Davon gehen wir jetzt an. Mal aus, mit wenigen Schwankungen. Das heißt, wenn er 10% mehr Kraft zur Verfügung hat, geht es 10% länger, bis er gleich müde wird, weil er kann eigentlich noch aus der Grundkraft schöpfen vorher. Da sehen wir also, wie Kraft ganz direkt helfen kann. Der normalen Population ist das größte am Krafttraining, der größte Benefit daran, wahrscheinlich aber, dass es zum Aufbau der Muskelmasse führt und wiederum zum Abnehmen der Fettmasse. Wie das? Traditionellerweise hat man so im Kopf, hey, um Fett zu verbrennen, stelle ich mich auf mein Laufband, ich bleibe in einer gewissen Pulszone, ich muss mindestens 45 Minuten, 60 Minuten da laufen, dann verbrenne ich Fett. Das ist aber nur eine Art, wie wir Fett verbrennen können. Wenn wir unseren Körper benutzen und unterhalten möchten, dann brauchen wir auch Energie. Und Energie dazu kann auch aus Fett kommen. Beispielsweise, wenn du einen muskulösen, trainierten Athleten hast, dann hat er einen sogenannten Kaloriengrundumsatz am Tag. Das heißt, einen Umsatz, den er macht, ob er jetzt steht oder trainiert oder schläft, einfach mal um seine Masse zu erhalten, die viel, viel, viel höher ist, als wenn du einen normalen Untrainierten von gleicher Größe daneben stellst. Das heißt, die Muskeln, die verbrauchen auch Energie. Je mehr Muskeln du hast, umso mehr Energie wird verbrannt. Wenn du deine Muskelmasse erhöhen kannst, dann wird dein Kalorienverbrauch sich erhöhen. Und das ist genau der Faktor, von dem die meisten profitieren können. Dass sie nicht nur Muskelmasse aufbauen durchs Krafttraining, sondern dann nachfolgend von dem Aufbau dann wiederum mehr Fett verbrennen oder mehr Kalorien verbrennen. Und da haben wir jetzt eigentlich nur vom Grundumsatz geredet. Natürlich, wenn man dann trainiert, verbrennt man auch mehr Kalorien. Also so ein trainierter Mann, der würde natürlich, um gleich intensiv zu arbeiten, wird er etwas höhere Gewichte verwenden, im Training etwas anders anpassen und die Übungen machen wie der Untrainierte und würde im Zuge dessen zwar gleich intensiv, relativ arbeiten, aber weil er mehr
Gewicht verwendet und etwas intensiver arbeiten kann, würde natürlich auch mehr Kalorien verbrennen. Also es ist so ein positiver Zyklus. Je mehr Muskeln man hat, umso mehr kann man eigentlich intensiver an ein Workout rangehen, was wir ja letzte Folge gehört haben. Das hilft. Umso mehr Muskeln kann er dann wieder aufbauen, umso intensiver kann er rangehen und so weiter und so fort. Und das ist einer der wichtigsten Faktoren des Krafttrainings. Von den Studien her, die Vorteile her, sehen wir aber auch noch etwas ganz Wichtiges von wie das Krafttraining gemacht wird. Alle Studien, die mit Knochendichte zu tun haben und dem positiven Einfluss und auch der Umkehr der Alterung der Skelettstruktur, die haben vor allem damit zu tun, dass wir auch Gewicht auf das System, auf den Körper laden. Das heißt, eine richtige Kniebeuge mit einer Hantelstange auf dem Rücken hat da mehr Vorteile wie eine Beinpresse. Weil unser System, unser Körper ist wirklich darauf programmiert, wenn er das Gewicht fühlt, eine Veränderung in Gang zu treten. Also das physische Fühlen des Gewichts auf dem Rücken während der Übung kickt einige dieser Prozesse in Gang, wo die Knochendichte erhöht wird und das Risiko dann auch der Osteoporose oder der Anfälligkeit der Knochen auf Bruch verringert werden kann. Das wissen wir. Bottomline ist, dass es dir helfen könnte, wenn du nicht nur Ausdauer trainierst, sondern auch Kraft. Diese Kraft wiederum eher mit Freigewichten, dann natürlich saubere Ausführung der Übungen, das wäre wichtig. Ein Coach kann dich da sehr gut betreuen. Damit kannst du den vollen Effekt abschöpfen, dass du die Muskelmasse erhöhen, gleichzeitig die Fettmasse reduzieren kannst. Ich lasse dich heute mit folgendem To-Do gehen. Und zwar, das nächste Mal, wenn du im Training bist, dann füg doch so eine Krafteinheit hinzu. Eine Krafteinheit sollte etwas sein, wo du nicht mehr wie 5 Wiederholungen machen kannst. Also wähl das Gewicht so schwer, dass du nicht mehr wie 5 Wiederholungen machen kannst. Und dann wiederhole das Ganze über 5 Sets. Ein Gewicht wählen, wo du maximal 5 Bewegungen machen kannst. Und das mit der Pause dazwischen 5-mal wiederholen. Und hast du schon ein gutes Krafttraining. Ich hoffe, du hast Nutzen aus der heutigen Episode gewinnen können. Falls das der Fall ist, freue ich mich natürlich mega über eine weitere Empfehlung an deinen Freund. Ich freue mich auch auf eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Kommentar. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Transformance. Heute einen schönen Tag und wir hören uns bald. Dankeschön und tschüss.